Herr Kinas. Herr Kinas. Wenn ich was fragen soll, kann ich das gerne tun. Herr Lieber, ist das ein Aufruf zur Revolution, weil Sie die Demokratie als nicht mehr existent sehen? Oder ist es ein Aufruf dazu, seine demokratische Verantwortung gegenüber dem sozialen Gemeinwesen ernst zu nehmen? Alles klar. Herr Kinas hat das Wort. Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, von der stellvertretenden Obfrau des Wiener Rathausclubs, der SPÖ, Rathausclub heißt die Ratsfraktion da, haben wir mal das Zitat auf dem Weg mitbekommen, das Geld folgt der Aufgabe und nicht umgekehrt. Das ist auch die reine Lehre, die Herr Dewanger versucht hat, uns nahezulegen. Dieser rein Lehre stehen wir ideologisch auch sehr nahe. Nur, wir sind Realisten und erzählen den Leuten nicht, was alles hätte sein müssen, um das zu tun, was man tun muss. Nein, wir leben in der Realität und es ist so, dass es Haushaltskonsolidierung gibt. Es gibt, Sie können es auch Spardiktate nennen, das ist so, das geht von oben nach unten. Es gibt keine Alternativen. Von oben, nein, Herr Jesewski, es gibt auch Alternativen. Es gibt auch Alternativen, bei der Wahrheit zu bleiben. Also ich finde es etwas merkwürdig, wenn Sie, Herr Jesewski, hier in einer vorigen Rede eine schwäbische Hausfrau zitieren. Die wird allgemein immer nur zitiert, um denen da oben mal beizubringen, wie man spart. Also zitieren Sie bitte nie wieder eine schwäbische Hausfrau. Und Herr Dewanger, Ihre Fraktion lehnt jedes Jahr den Haushalt ab, weil wir nicht genügend sparen. Noch vor 2-3 Jahren hätten wir Herrn Schmiel hier gehabt, der hat uns wieder sonst was erzählt, wie toll er uns mal beibringen will, wie ein Chemieunternehmen, wo er ja börsennotiert mal gearbeitet hat, wie toll die gespart haben. Und Sie erzählen jetzt genau das Gegenteil. Also es ist so, dass wir in jedem Haushalt muss man, auch wenn man ein Grundstück besitzt, das macht ja sehr schön, wenn ich ein Haus besitze, aber ich kann das alles nicht bezahlen. Und dann kann ich zu meiner Frau sagen, pass auf, ich nehme jetzt nochmal Schulden auf, dann essen wir, kriegen wir, dann kommt der Gerichtsfall zu ihr mal vorbei, ist aber egal, aber wir haben einen Wert. Dann kann irgendetwas nicht stimmen. Das heißt, wir können nicht pausenlos investieren und uns darüber freuen, dass wir Werte haben, sondern das muss auch nachhaltig im Sinne des Haushaltes sein. Und wir kriegen natürlich von oben Druck. Die EU sagt, was der Bund einsparen soll oder maximal investieren darf. Der Bund sagt es dem Land und das Land sagt es der Kommune. Und wem sagen wir das? Deswegen haben wir auch gesagt, so eine Haushaltsbremse oder Schuldenbremse in der Geschäftsordnung oder in der Hauptsatzung ist ein absoluter Unfug. Das wäre ja einfach, wenn wir unter uns noch Stadtteile hätten, wo wir sagen können, ihr gebt jetzt von heute auf morgen nur noch die Hälfte aus. Ich kann meinem Sohn noch 1 Euro Taschengeld geben und sagen, so, damit kommst du jetzt einen Monat aus. Und sein Kumpel sagt, meine Güte, aber das Mickey Mouse kostet 3,50, das ist was für dich, das ist nachhaltig. Da kannst du lesen lernen und sagt man so, ja, dann verschuldige ich mich halt. Das kann ja auch nicht der richtige Weg sein. Also wir haben auch hier, und da hat Herr Schmidt ja die Frage gestellt an Herrn Jesewski, was sind denn die Maßnahmen, die wir getroffen haben, die irgendwie die Substanz des Gemeinsamen betreffen? Gar nichts. Wir erhöhen die Zweitwohnungssteuer für die, die hier nicht beruflich sind, sondern die hier, weil die es schick finden. Ich würde es auch schick finden, in einer anderen Stadt eine Zweitwohnung zu haben, dann können sie ein bisschen mehr bezahlen. Und die Vergnügungssteuer, also die Spielgerätesteuer. Ja, und was machen wir noch? Da gab es noch irgendwas anderes. Politessen sollen eventuell gucken, ob die Hunde alle ihre Steuern bezahlt haben. So, was haben wir jetzt in den Maßnahmen als Beschluss, was nachhaltig das Gemeinwesen gefährdet? Da steht überhaupt nichts von drinne. Und wir müssen uns immer wieder überlegen und immer wieder rechtfertigen, jawohl, wir machen das. Und es ist doch einfach, beim Neujahrsempfang, so wie dieses Jahr, im Publikum zu stehen und die Petut-Tanten machen sich darüber lustig, dass unser Bürgermeister wieder so viel Schulden hat, wieder so viel neu einstellen. Dann lachen sich alle tot, die doofen Politiker. Aber wenn wir sagen, ja, aber das sind Kindergärtnerinnen, das ist für die Feuerwehr, das ist zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik. Und wofür machen wir denn die Schulden? Für neue Kindergärten, für die Straßen? Ja, das interessiert die alles gar nicht. Aber wir müssen dann auch den Leuten sagen, und dafür geben wir das Geld aus. Und diese Haushaltsrunden und die nächste, die soll ja kommen, da geht es um die freiwilligen Maßnahmen. Und ich sehe das auch als Chance, mal aufzulisten, was ist es uns dann alles wert? Und dass wir dann am Ende des Prozesses sagen, jawohl, und diese 1,5 Millionen sind uns das wert. Und dann, liebe Bevölkerung, sagt uns das Gegenteil. Vielen Dank, das Wort. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf den leidenschaftlichen Beitrag von Herrn Dr. Dewanger muss man natürlich eingehen. Und
Ja, Sie haben die Aussage getätigt, es ist genug Geld da. Ich gebe Ihnen recht. Und Sie haben auch die Diskussion angemahnt, wir brauchen eine Gerechtigkeitsdebatte. Gebe ich Ihnen auch recht. Das ist meine persönliche Meinung. Was mir so ein bisschen fehlt an den Aussagen ist, dass Sie noch sehr im Nebulösen sind und sagen, wir brauchen eine Gerechtigkeitsdebatte auf Bundesebene. Ich glaube, wir können diese Gerechtigkeitsdebatte auch hier in Flensburg führen. Und ich hatte es auch in meiner Einbringung gesagt, da müssen wir uns angucken, wen wollen wir belasten, wen wollen wir nicht belasten, auf einer möglicherweise abstrakten Ebene. Und dann müssen wir auch dann in den sauren Apfel beißen, dass wir dann tatsächlich die auch belasten in der konkreten Maßnahme, die wir ja vorher definiert haben. Und das könnte ich mir vorstellen und würde ich mir auch wünschen als Impuls aus dieser Ratsversammlung, dass wir diese Debatte auch führen. Wen wollen wir belasten? Weil dann wird es auch konkret und dann wird es möglicherweise auch spannend für die nächsten Jahre, wenn wir uns das Ziel 2017 vornehmen. Danke. Vielen Dank. Ich habe Herr Brüggemann, würden Sie mir zustimmen, dass die Belastungsszenarien, die wir in Flensburg verabschieden könnten, das reichste Zehntel in Deutschland, welches 2/3 des Barvermögens besitzt, gar nicht betrifft? Die wohnen ja gar nicht hier. Das vielleicht, um eine Aussage oder zu antworten, das Problem ist natürlich, wenn wir das Thema Reichtum, Armut diskutieren, dass wir gerade in dem Segmenten Reichtum keine gute Datenlage haben. Das heißt, ich habe gerade heute den Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung vom Januar letzten Jahres gelesen. Und wenn man sich anguckt, das war Januar 2015, wenn man sich anschaut, was da für Daten waren, die waren von 2008 zu 2011. Das heißt, das Problem ist, wir haben keine Daten, wo denn Reichtum, wo denn Vermögen ist. Zumindest keine aktuellen Daten, auf die man diskutieren kann. Da müsste man möglicherweise auch wieder auf Bundesebene ansetzen. Das heißt, möglicherweise Steuergeheimnis kippen, was da alles gibt. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass wir auf kommunaler Ebene Ansätze haben, diese Debatte zu führen. Wir haben da Ansätze, die müssen wir gemeinsam entwickeln. Aber wir können diese Debatte führen und wir können auch gucken, wo sitzt Reichtum und wo sitzt auch Armut in Flensburg. Und danach dann auch unser Handeln ausrichten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das können und dass wir da auch eine Methodik entwickeln können gemeinsam, um dann möglicherweise am nächsten Schritt auch ein Konsolidierungsverfahren zum Erfolg zu führen. Vielen Dank. Herr Jezewski, Die Linke, bitte. Dann, wenn möglich, nur noch Wortmeldungen auch zu das, Themen, lieber Henning Brüggemann, schreit natürlich nach einer Replik, weil, aber ich möchte nicht die Lehrerin an einem Gymnasium oder an einer Gemeinschaftsschule in Flensburg, die mit einem Ingenieur verheiratet ist, der bei Telekom arbeitet, die beide gut verdienen, die beide fleißig sind und vielleicht 7.000 oder 8.000 Euro Bruttoeinkommen haben, möchte ich nicht zur Ader lassen, weil sie ihre Kinder in die Kita bringen. Und auf der anderen Seite sehe ich Herrn Maschmeyer, der mal eben 20 Milliarden verspekuliert, mit Gerhard Schröder abklatschend auf irgendwelchen Partys stehen und sich freuen, dass das alles so ist, wie es ist. Sorry. Das Problem lösen wir hier nicht. Und ich muss mich natürlich noch mal entschuldigen für die schwäbische Hausfrau. Ich meinte natürlich den schwäbischen Hausmann und seinen Lebensgefährten mit ihren Kindern. Wenn wir den schwäbischen Hausmann mal fragen, hast du eigentlich Schulden? Dann wird er im ersten Moment sagen, Schulden, weiß nicht. Ich habe wohl eine Hypothek aufs Haus, aber das ist ja was wert. Und dann wird er sagen, wenn ich den frage, bist du denn verschuldet? Weil wir immer sagen, unsere Kommunen sind so verschuldet, die Stadt Flensburg ist bis über beide Ohren verschuldet. Dann wird der schwäbische Hausmann sagen, nö, also bei 400.000 für ein Haus und noch 80.000 abzubezahlen, bin ich doch nicht verschuldet, ist doch ganz normal. Wir aber, obwohl wir ja die vielgepriesene Doppik eingeführt haben, schon seit einem Jahr, haben immer noch keine Eröffnungsbilanz für diese Stadt. Das heißt, wir reden von Verschuldung und wissen überhaupt nicht, wie viel Vermögen wir haben. Die FDP hatte mal den glorreichen Vorschlag, man könnte doch die Stadtwerke verscherbeln, ja oder nicht ganz, wenigstens ein Viertel, und damit die Stadt entschulden. Dann kann ich mir so überlegen, da müssen die Stadtwerke schon einen erheblichen, hohen, dreistelligen Millionenbetrag wert sein.
wenn das funktionieren soll. Was ist eigentlich das TBZ wert? Was kosten unsere Straßen? Was sind unsere Schulen wert? Die ganzen Parks, die Kitas, das Rathaus. Ich will das ja gar nicht ernsthaft wissen, um es zu verkaufen, aber ich will einfach wissen, wie ist denn unsere Verschuldungslage? Und dann werden wir sehen, die Verschuldungslage würde dem schwäbischen Hausmann, seinem Lebensgefährten und ihren ganzen Kindern ganz gut gefallen, weil so dramatisch ist sie nicht. Wir müssen einfach damit leben und wir müssen an das strukturelle Problem ran. Und das lösen wir nicht vor Ort. Und dann können wir auch sagen, ob wir weiterhin uns mit solchen Maßnahmen beschäftigt haben. Wir haben gerade gesagt, na ja, die Polizisten können ja die Hunde kontrollieren. Vielleicht bringt das nochmal 800 Euro extra. Können wir machen. Wir können auch noch 3 Ausschüsse für gründen und vielleicht sogar noch einen Arbeitskreis und noch mehr Kaffee dabei trinken. Nur ändern wird sich dadurch nichts. Danke. Ich möchte darum bitten, noch auf den Flensburger Haushalt zurückzukommen und nicht Schwaben, Franken und Niedersachsen zu bemühen. Wir sprechen über den Flensburger Haushalt und Herr Brüggemann hat das Wort. Und ein Antrag zur Geschäftsordnung. Spricht jemand dagegen? Das sehe ich nicht. Also Herr Brüggemann hat das letzte Wort. Ja, ganz kurz, wenn man wissen möchte, was denn die Schulen, die Rathäuser, die Parks, die Straßen wert sind, da hilft ein Blick bzw. eine Nachfrage beim TBZ, beim Sondervermögen Infrastruktur oder auch beim Sondervermögen kommunale Immobilien. Da sind Bilanzen und da kann man sich auch informieren über den Vermögensstand und auch über das Eigenkapital. Also Schluss der Redeliste kann man beantragen. Dazu müssen aber alle Fraktionen schon gesprochen haben. Und die FDP fehlt noch. Wünscht die FDP das? Die ist nicht. Ist niemand da, ne? Doch. Kai Richard ist da. Gut. Das ist der Form halber. Und Frau Vollmer, Antrag zur Geschäftsordnung. Also 1 bis 4 gemeinsam und 5 extra. So. Gut. Jetzt das ein bisschen strukturieren. Also es liegt die 6. Ergänzung der Ratsvorlage 70 vor. Die ersetzt ja die 1., 4. und 5. Ergänzung. Damit nehme ich an, dass die Anträge zurückgezogen werden von den Fraktionen. Was ist mit der 2. Ergänzung der CDU-Fraktion? Wird die auch zurückgezogen? Widerspricht niemand? Also stimmen wir jetzt nur über die 6. Ergänzung ab. Und ich bitte um Handzeichen, wer für diese Vorlage stimmt. Oh ja, Entschuldigung, Einzelabstimmung, Entschuldigung, habe ich versucht. Also für die Punkte 1 bis 4 der Ratsvorlage 70 2015, 6. Ergänzung, bitte ich um das Handzeichen. Ach so, ich auch. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? 1, 2. Und wer enthält sich? Also, bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung ist die Vorlage angenommen, Punkte 1 bis 4. Jetzt kommen wir zur Abstimmung des Punktes 5 der Ratsvorlage 70 aus 2015, 6. Ergänzung. Wer stimmt für Punkt 5? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Sieben.
7. Und wer enthält sich? Bei 7 Gegenstimmen, einer Enthaltung ist die Ratsvorlage angenommen.